ich würde sagen, wir beginnen. Was denn, Kitty? Hallo, heute kommt von mir der versprochene Kleiderschrank-Pack. Und zwar seht ihr schon meinen Kleiderschrank hinter mir. Ich weiß leider nicht mehr, woher er ist, weil ich ihn schon jetzt seit etwa 7 Jahren habe. Und deswegen kann ich euch leider nicht sagen, woher er ist. Aber ihr wisst bestimmt alle, wo man Möbel bekommt. Also guckt einfach in irgendwelchen Möbelhäusern. Da gibt es bestimmt ähnliche Schränke. Eigentlich gibt es bei dem Kleiderschrank-Tag ja so ein paar Fragen. Aber ich mache euch heute einfach meinen eigenen Kleiderschrank-Tag. Und zwar werde ich euch zuerst meinen ganzen Kleiderschrank im Überblick zeigen. So ein bisschen zeigen, wie ich das alles sortiere. Und einfach meine Organisation. Und dann habe ich mir überlegt, zeige ich euch einfach meine Lieblinge im Moment. Einfach um so ein bisschen Herbst-Fashion-Favorites noch zu zeigen. Da muss ich darüber kein eigenes Video mehr machen. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Video. So sieht der Kleiderschrank aus. Bis da oben geht der. Und ja, es ist nicht der größte Kleiderschrank, aber mir reicht der auf jeden Fall. Ihr seht jetzt ja schon mal grob, wie mein Schrank so ist. Und zwar gibt es hier eine Tür und hier eine doppelte. Und ja, man kann ihn sogar so zuschließen, was auch ganz cool ist. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen jetzt hier bei den Sachen, die ich falten muss. So sieht das dann hier aus. Jetzt erstmal so von weitem, gleich gehen wir nochmal näher dran. Da unten habe ich erstmal 2 Schubladen, da baue ich meine Unterwäsche auf. Dann sind hier meine Jeans und meine Sporthosen, dann kommen meine T-Shirts und meine Tops. Wie ihr seht, ich habe das fast gleichzeitig. Also hier sind meine T-Shirts und hier meine Tops und ich habe fast gleich viele. Also ja, ich habe echt viele Tops. Dann sind hier meine Pullover, die ich nach draußen trage. Hier diese Zuhause-Gammelpullover sozusagen. Und hier oben sind dann meine Röcke und hier meine Shorts. Wir lassen das jetzt mal offen und dann habt ihr den einfach offen im Überblick. So, das ist jetzt die zweite Tür. Und zwar seht ihr hier meine ganzen hängenden Sachen. Ich habe größtenteils den gleichen Kleiderbügel. Den kann ich euch einmal zeigen. Das ist dieser hier, den gibt es bei Primark, bei Chibo zum Beispiel. Und die sind echt mega gut, da hält alles drauf. Und bei Primark sind die auch extrem günstig. Und ja, hier sind halt meine hängenden Sachen. Ich habe da so ein bisschen Organisation drin. Und zwar beginnt es hier mit meinen Jacken, Pullover, Blazer, dann kommen Kleider, Blusen, T-Shirts und Tops. So ist das ungefähr. Geht manchmal so ein bisschen durcheinander, aber eigentlich müsste das so sein. Und dann habe ich da unten noch meine Schals und meine Taschen und oben noch meine ganzen Decken, meine paar Schuhe, die ich hier aufbewahre. Ja, das ist jetzt so mein Kleiderschrank grob im Überblick. Und ja, wie ihr seht, ich habe eigentlich relativ wenige Klamotten. Viele dachten ja, ich habe hier total die mega vielen Klamotten, weil ihr meint ja ständig, ich kaufe mir Neues, aber wirklich, ich misste ständig aus. Ich möchte einfach nicht, dass es zu viel wird und ich finde, so habe ich wirklich den Überblick. So, jetzt nochmal von nah sieht das jetzt so aus. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt genauer die Sachen an. So. Was? Wer nochmal meine High Heels genauer sehen möchte, dem verlinke ich gerne nochmal meine Schuhsammlung in der Infobox. Ich bewahre nicht alle meine Schuhe in meinem Zimmer auf, aber wie gesagt halt die High Heels. Dann habe ich da halt meine hängenden Klamotten und da sind dann meine Turnschuhe. Da unten sind dann die Taschen und die zeige ich euch jetzt genauer. So, hier ist so meine neueste Errungenschaft und zwar ist das diese Tasche hier von Six. Und die ist so niedlich, ich meine, guck mal. So, also richtig süß, ich mag die total gerne. Auch ein großer Liebling von mir ist diese schwarze Tasche hier von Primark. Die ist wirklich total schön. Da ist leider schon einmal der Reißverschluss kaputt gegangen, aber ich mag die immer noch total gerne. Ja, die ist total schön und die hat auch irgendwie nur 12 Euro gekostet. Hier unten dann noch Laptop-Tasche, große Tasche, Schultasche. Und hier ist dann so meine Schalaufbewahrung. Hier findet ihr wirklich die verschiedensten Schals, also alle, die ihr wollt. Hier einmal so einen wunderschönen rosanen Schlauchschirm von H&M. Hier noch einen. Dann habe ich hier auch noch einige Tücher drin. Das ist auch zum Beispiel von H&M. Da sind so Affen und Kirschen drauf. Hier sind noch andere Schals, andere Tücher. Außerdem habe ich hier auch noch Handschuhe für den Winter. Und wer es nicht weiß, diese Kisten, also einmal die rosanen und die Blümchenkiste, die sind von Ikea. Am liebsten hätte ich sowieso einen Kleiderschrank, wo man nur Sachen aufhängen muss, weil ich hasse einfach Falten. Und deswegen hängen hier eigentlich so die meisten Favoriten momentan. Ein Favorit ist natürlich hier meine Jeansjacke von SHEINsides. Den Link werde ich euch nochmal in die Infobox schreiben. Die ist wirklich total schön. Und ja, dann habe ich hier von Family so einen neuen Blazer. So sieht dieser hier aus. Und zwar ist der einfach so meliert. Und ja, das Einzige, was mir nicht so gefällt, der hat hier so ein bisschen Glitzer an diesen schwarzen Streifen. Aber trotzdem, der ist wirklich wunderschön. Den mag ich auch total gerne. Und dann auch noch ein Cardigan von H&M, dieser hier. Das ist so ein weinroter, den kennt ihr bestimmt alle. Den gibt es jetzt in ganz, ganz vielen Farben. Aber eine Bluse, die ich wirklich ständig trage, ist diese gestreifte hier von Primark.
Die habe ich, glaube ich, mal für 15 Euro gekauft. Die erinnert mich einfach sehr an die schöne von Zara. Die von Zara ist natürlich noch schöner, aber auch mal wieder doppelt so teuer. Dann hier der Pullover, den habe ich von SHEINside. Und der hat auch wirklich ein wunderschönes Muster, ist einfach so beige. Den trage ich auch momentan sehr gerne. Ich brauche sowieso viel mehr Pullis. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal die Jeans. Und zwar habe ich einfach sehr tolle Jeans gefunden bei den verschiedensten Läden. Zum Beispiel hier einmal diese ganz normale Jeanshose. Die ist zum Beispiel von Zara. Also man trägt ja meistens immer so die Hosen, die oben sind. Da ich halt nur so ein paar habe, trage ich eigentlich alle total viel. Hier habe ich halt noch eine von H&M. Die ist auch extrem schön. So könnt ihr das jetzt besser erkennen. Die hat so ein cooles, ja, nicht Muster, aber halt der Stoff ist so total cool. Und die mag ich auch total gerne. Ich habe sie mir leider zu kurz gekauft, nämlich in 30. Und ich bräuchte eigentlich 32. Aber ich trage die dann immer so ein bisschen hochgekrampelt. Das mag ich auch total gerne. So sieht die einfach aus. Total schön. Sonst sind die Sachen auch alle nicht so toll. Außer, ich glaube, bei den Shorts kann ich euch nochmal was zeigen. Und zwar habe ich hier einmal eine von H&M. Das ist diese schwarze hier. Die mag ich total gerne. Das ist wirklich eine Shorts, die sitzt perfekt. Und ja, die habe ich, glaube ich, mal für 30 Euro gekauft. Dann habe ich eine im Sale bei New Yorker gekauft. Und zwar ist das diese hier. Die sitzt auch wirklich extrem gut. Ich finde ja, die Farbe ist nicht die schönste. Die sieht jetzt hier auch ein bisschen komisch aus, aber ich krempel die halt immer nochmal hoch. Aber die sitzt wirklich so toll. In den Skater-Röcken müssen wir eigentlich jetzt gar nicht anfangen. Ich liebe alle meine Röcke. Und ja, das ist jetzt so der Kleiderschrank. Was war es dann jetzt so mit dem Kleiderschrank-Tag? Ich hoffe, er war nicht zu verwirrt. Ich habe das wirklich nicht so gut durchgeplant, aber ja, ich hoffe, ihr könntet trotzdem gut zuhören und ihr seid bis hierhin dran geblieben. Das letzte Video verlinke ich euch dann jetzt nochmal hier. Das war der Beauty Haul, beziehungsweise ich weiß nicht genau, ob es der Beauty Haul ist. Jedenfalls ist hier das letzte Video verlinkt und auch nochmal für alle Handynutzer in der Infobox. Ich hoffe, dass ihr mich abonniert, falls euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder. Tschüss! Und für alle, die interessiert, welches Amo ich hier geschminkt habe, da habe ich einfach die rosane Farbe und die schöne schimmernde Bronzefarbe aus meiner neuen BH Cosmetics Palette genommen. Hey! Perfume!